Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal möchten wir euch auf einen Workshop und ein Gewinnspiel aufmerksam machen. Ihr könnt mitgestalten, mitdesignen bei der schönen Sportmarke Barbosa, unseren Freunden und Nachbarn hier. Und alles Weitere findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und wie immer auch hier der Hinweis zu unserem neuen Buch 100 geniale Zeichentricks, gerne auf der akademiehohe.de Seite zu kaufen oder bei Instagram zu gewinnen, schaut einfach auf unserem Instagram-Channel. So, was wir jetzt hier euch zeigen, ist eine der schönen Kleidungsstücke von Barbosa. Es sind ziemlich coole Sportmarke, die kennt ihr bestimmt, aber wenn nicht, solltet ihr auf jeden Fall kennen. Und ihr habt die Möglichkeit, an einem Workshop teilzunehmen und die neue Kollektion mitzugestalten. Schaut einfach mal, wie ihr Möglichkeit habt und ob ihr Lust dran habt, teilzunehmen. In dem Pop-Up-Store, Concept-Store in Bochum. Wie gesagt, weitere Infos einfach unten im Text und am Video schauen. Ansonsten zeigen wir euch jetzt hier, wie so ein Design-Prozess mal aussehen kann. Wir skizzieren als erstes mit dem Bleistift die Figur vor. Und ganz grob, man merkt schon, lässige Pose mit dem Hoodie und das Ganze mit dem Kugelschreiber ausgearbeitet zur Endversion. Das heißt natürlich, wie beim Designvorgang, ob es jetzt ein Produkt oder ein Kleidungsstück ist, ist das Prinzip immer eigentlich eine Zeichnung, die vorab geht, die vorweg geht, man sieht einfach, was man eigentlich sich vorstellt, was man möchte. Diese Leichtigkeit ist immer wichtig, weil das eigentlich so entscheidet, macht es Sinn, die Idee weiter zu verfolgen. Und wie gesagt, das ist grundsätzlich bei allen Bereichen so der Fall, nicht nur bei Bekleidung. Das, was Barbosa auch macht, was wir natürlich immer mit begleiten, mitsehen, die vom Entwurf bis zum Prozess, man kann wirklich sehr transparent alles nachvollziehen. Schaut einfach, wir verlinken auch mal die unsere Freunde auch unten im Text. Aber da könnt ihr mal wirklich mal sehen, wie von einem Designentwurf bis hin zum fertigen Produkt so etwas auch funktioniert. Und ja, also wirklich sehr, sehr, sehr coole, lässige Sachen. Einfach mal schauen. Ansonsten vielleicht tatsächlich sich mal für einen Workshop anmelden. Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns alle mal beim Workshop auf dem nächsten oder beim nächsten Mal kennen. Hier auch nochmal sieht die lässige Pose, also Hände auch mal in der Tasche, mal aus der Tasche hängen lassen. Ihr müsst nicht die perfekten Händezeichner sein, sondern wirklich mal, es gibt so zwei, drei Methoden, wie man Hände andeutet. Das haben wir jetzt mal hier gemacht. Es geht so bestimmte Tipps und Tricks, die wir euch gerne mal auf einem unserer Workshops mal zeigen, ob ihr einen Zeichenkurs bei uns besucht oder euch jetzt für eine Mappe, mit einer Mappe für ein Modedesignstudium vorbereitet. Alles Weitere schaut einfach bei akademiehohe.de oder mappenvorbereitungskurs.de. Hier sieht man dann die weiteren Details, wie das Ganze aussehen kann, wie lässig das ist, wenn man so die Falten ein bisschen mit aufgreift. Und das Ganze nochmal ein bisschen schattiert. Und mit ein paar kleinen Schraffuren dem Ganzen nochmal mehr Tiefe verleiht. Auch natürlich wichtig, diesen dynamischen, lockeren Strich beizubehalten. Die 45-Grad-Winkelschraffur, die gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Tiefe und schaut, wie man das wirklich ganz, ganz lässig gestalten kann. Also was ihr auf jeden Fall im Workshop mitnehmen werdet, ist, wie so ein Gestaltungsprozess aussieht, wie man Kleidungsstücke, Rucksäcke, alles andere
gestalten kann, wie sowas funktioniert. Also für alle, die angehende Modedesigner sind, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein Event, den man besuchen sollte. Allerdings sind die Plätze sehr, sehr knapp. Ihr müsst euch dafür bewerben. Wie gesagt, Infos nochmal unten im Text. Ansonsten wären wir einfach mal soweit. Hier nochmal der Hinweis, 28. und 11. und 12. 12. die beiden Workshops. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg bei der Bewerbung. Wir freuen uns und bis bald, euer Akademie-Go-Team.